Ich weiß nicht, ob das schön ist für Oliver Seidel als General Manager, denn hier sieht man König von Wrestling Deutschland, Manager of Champions, Champion Alex Wonder, aber er guckt nicht so toll da rein. Irgendein Problem hat er. Mal eine Überraschung von Alex Wonder. Für ihn natürlich eine positive Überraschung, für uns eher weniger. Aber auf einer Seite freut es einem, dem Bruder von Paige, der berühmten Wrestlerin aus der WWE oder jetzt AEW. Hätte ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass Alex Wonder diesen Mann hier reinholt. Und zwar diesen Mann hier, Zack Zodiac. Drake, I heard your video message. Any man, any place, any time, anywhere around the world, just bring you the very best. Well, Mr. Destroyer, you're looking at the very best. Not just in Europe, but worldwide. And I'll prove that by winning 4 World Championships this year alone. So Drake, shine up that title and give it one last kiss. Because the prize fighter comes to break your hearts like all the German fans that'll be watching. Because it's time. Ja, das waren Worte von Zack Zodiac. Er will sich diesen Titel holen, und zwar von Drake Destroyer. Aber Drake darf man natürlich nicht unterschätzen. Wenn man sich diesen Brocken anschaut, der COW Heavyweight Champion Drake Destroyer. Nicht umsonst COW Heavyweight Champion. Hat natürlich auch seine Fans. Ja, da wird Zack Zodiac natürlich sehr schwer haben gegen diesen Brocken hier. Man muss sich nur hier diese Schulter anschauen, da kann man wirklich sich verstecken. Ja, Drake Destroyer direkt aus der Schweiz. Ja, das sehe ich schon. Kaum angesprochen. Seine Schweizer Fans sind mitgereist. Aber man hat es vorhin gesehen. Zack Zodiac hat es angekündigt. Er will diesen Titel von Drake Destroyer holen. Scheut sich keine Herausforderung. Kam jetzt extra aus Norwich, England. Ja, man muss sagen, Zack Zodiac ist auch schon ewig mit dabei. Seit 2001 hat er angeblich mit
10 Jahren schon mit dem Wrestling angefangen. Es liegt eben im Blut, in der ganzen Familie. Man sieht auch hier den Stare-Down zwischen Drake Destroyer und Zack Zodiac. Ja, auch für Drake Destroyer wird es kein leichter Gegner werden. Ja, man sieht sich hier Zack Zodiac im Gesicht. Sehr entschlossen. Jede einzelne Vene konnte man schon sehen bei Zack Zodiac. Ja, da draußen hört man dem Megafon Alex Wonder. Ja, Alex Wonder. Nein, das sollen sie nicht, die Fans. Sind überwiegend natürlich auf der Seite von Drake Destroyer. Ja, Zack Zodiac legt sich auch schon mit den Fans an. Ja, und jetzt kann's losgehen. Ja, größer Unterschied gibt's in diesem Fall nicht. Nur einen breiten Unterschied. Und da ist der Futter auf Drake Destroyer, aber beide sind sehr heiß auf dieses Match. Kräfte messen jetzt. Drake Destroyer kann ihn für sich entscheiden. Ja, muss er natürlich loslassen. Ja, Zack Zodiac beschwert sich hier, aber lauthals. Ja, man sieht schon in den Augen, sehr entschlossen, sehr wild auf dieses Match. Er will unbedingt diesen Titel gewinnen, aber Drake Destroyer hält dagegen. Ist genauso wütend wie Zack Zodiac. Zwei Titanen gehen aufeinander hier los in diesem Match. Wer wird aber dieses Match für sich entscheiden? Ja, da werden nochmal die Regeln erklärt. Ja, ich weiß nicht, Zack Zodiac fragt er vielleicht nochmal nach. Hat Drake Destroyer recht? Aber er macht weiter. Wieder Kräfte messen. Diesmal Zack Zodiac im Vorteil. Oh, da wird er weggeschubst von Drake Destroyer. Schulterblock. Jetzt nochmal in die Seile. Da kommt er hochgesprungen. Na, der Hip Toss klappt nicht. Auch nicht von Drake. Jetzt nochmal Zack. Nein. Ja, der zeigt das an. Oh, Hip Toss nach draußen. Da muss Zack Zodiac raus. Aber er kommt gleich rein, angestürmt. Und muss auf die andere Seite raus. Ja, Alex Wonder muss jetzt, glaube ich, auf die andere Seite rennen. Aber ich sehe ihn nicht. Nein. Er legt sich hier mit Drake Destroyer an. Das war ein aberkanntes Spiel von den beiden. Auch irgendwo unfair. Wir wollen ja wirklich ein faires Match sehen. Aber wenn Alex Wonder am Ring ist, ja, wird leider nie ein Match fair sein. Warum? Naja, egal. Man kennt Alex Wonder. Und Zack Zodiac, ja, lässt sich hier ein bisschen feiern. Ja, ist jetzt auch hier im Vorteil gegen Drake Destroyer mit einem Chop hinterher. Aber man darf ihn natürlich nicht unterschätzen. Drake Destroyer, man sieht es hier, gekontert. Ja, da war es nichts mit Kräftemessen. Ja, Zack Zodiac sehr schnell. Und schmeißt hier Drake Destroyer aus dem Ring. Ja, ich glaube, Drake Destroyer war da ein bisschen verwirrt. Jetzt kommt er nach draußen geflogen. Ja, da gibt es schon Applaus von den Fans. Und da liegt Drake Destroyer. Der hat gesessen, also Zack Zodiac. Was er angekündigt hat, setzt auch hier durch. Sehr entschlossen, sehr wild dieser Typ. Ja,
jetzt geht's gleich in den Ring, ja. Zack Knight, Zack Zodiac, man sieht's hier auf seiner Hose, die Knight Family. Wow, ein harter Job von Zack Zodiac. Ja, jetzt holt er ihn natürlich in den Ring. Ja, es zählt ja natürlich bei einem Titelwechsel nur der Pin oder Aufgabe. Ein Countout zählt natürlich nicht, aber das weiß natürlich Zack Zodiac. Geht jetzt hier auf die Seile. Ja, wird jetzt hier ein Frog Splash kommen, aber nein, ich meine, Drag Destroyer stand, ja, da kommt er geflogen, aber Drag Destroyer fängt ihn auf und einer Power Slam. Cover 1, 2. Ja, das war's noch nicht. Cover nur bis 2. Der Job hat gesessen von Drake. Noch ein hinterher. Da muss Zack Zodiac auf die Matte. Keine Chance für ihn. Noch ein Job in der Ringecke. Headbutt. Ja, Drake Destroyer legt nach. Und Body Slam hinterher. Ja, zeigt das jetzt an. Kommt jetzt der Finish. Elbow. Cover hinterher. 1, 2. Ja, war nur ein Two-Count von Drake Destroyer. Ja, ich glaube, Zack Zodiac hat mit dem überhaupt gar nicht gerechnet. Also Drake ist jetzt hier am Drücker, schmeißt ihn in die Seite. Aber da kontert schon Zack Zodiac, kommt angesprungen. Aber Drake hat ihn und schmeißt ihn wie ein Sack Kartoffeln nach hinten. Ja, Alex Wonder sieht man hier rechts. Kann es doch nicht so ganz fassen, dass Drake hier jetzt im Vorteil ist. Ja, setzt jetzt an, kommt vielleicht ins Spear. Nein, ein Elbow gegen Zack. Noch ein, aber der Konter Zack Zodiac. Eine kurze Clothesline von Zack Zodiac. Und bringt einen Drake Destroyer auf die Matte. Ja, da kommen schon die Anfeuerungsrufe für Drake. Ja, da guckt auch schon wieder Alex Wonder so ernst. Ja, da war ein Knee Drop und ja, wirkt er ihn jetzt unerlaubt? Ich glaube schon. Aber der Ref konnte sich sehen. Cover 1, 2. Ja, da kommt Drake doch noch raus. 1, 2. Kommt doch mal raus. Schläge gegen die Seite und gegen den Kopf. Ja. Da zeigt das an, lässt sich hier, naja, wird sich hier feiern lassen. Ja, und Zack Zodiac setzt natürlich nach, aber das war jetzt auch verbunden an den Seilen. Ja, Selfie von Alex Wonder, ja, klatschender Schlag. Aber ob der jetzt für Drake irgendwie ausschlaggebend ist, ich würde mal sagen, nein. Und Drake ist jetzt hier wirklich jetzt im Nachteil. Zack Zodiac kann natürlich nachsetzen. Macht er eigentlich auch richtig, aber werden wir hier einen Titelwechsel sehen? Bisher sieht es danach aus. Ja, Back Suplex gegen Drake Destroyer. Ja, nee, da setzt er dagegen. Hat was dagegen auch, Drake. Ja, wollte ihn selber ansetzen, aber die Kräfte lang noch nicht ganz. Oh, da kommt er angesprungen. Oh, Clothesline von Drake Destroyer. Da liegen jetzt beide Männer auf der Matte. Ja, Alex Wonder will jetzt hier Zack Zodiac nach oben pushen. Drake Destroyer hat natürlich die Fans an seiner Seite. Ja, zwei. Ja, beim Double Countout gibt es natürlich auch keinen Titelwechsel. Aber wer Drake Destroyer kennt, der will dieses Match gewinnen. Ja,
da feuert natürlich Alex Wonder Zack an. Ja, jetzt sind beide auf den Knien. Schlagabtausch zwischen beiden Wrestlern. Ja, da tut auch schon mal die Faust weh. Headbutt. Ja, jetzt wieder Schlag von Drake. Ja, wer hat hier die Vorteile? Wow, ein Kick von Zack Zodiac. Holt sich dadurch jetzt auch wieder den Vorteil zurück. Ja, kommt jetzt eine Powerbomb. Ja, it's time. Aber für Drake Destroyer, so wie es aussieht, hat hier gekontert. Kommt mit einem Elbow und Clothesline hinterher. Setzt jetzt natürlich auch nach. Wow, schöner Follow Slam von Drake Destroyer. Ja, mit dem hat Zack Zodiac wohl gar nicht gerechnet. Was macht Alex Wonder hier im Ring? Tiefschlag von Alex Wonder. Aber wo ist unser General Manager? Wo ist Oliver Seidel? Da ist er schon. Ja, verpasst hier nichts. Im Ring geht es natürlich weiter ab. Zack Zodiac mit einem Elbow. Aber man sieht es hier unten rechts. Oliver Seidel bei Alex Wonder. Cover 1, 2 ist das schon. Nein! Drake Destroyer kann sich noch befreien. Ja, Oliver Seidel hat Alex Wonder gewarnt, aber es war ja ein Tiefschlag, eigentlich eine Disqualifikation. Aber der Ref hat es wahrscheinlich nicht gesehen. Darauf konnte ich jetzt auch nicht achten. Denn das Oberteil von Alex Wonder kann schon ein bisschen irritieren. Aber Zack Zodiac geht jetzt hier auf die Seile hoch. Ja, auch gezeichnet von diesem Match. Abgefangen von Drake Destroyer zum einen Suplex. Aber sehr lange gehalten. Und da geht's auf die Matte für Zack Zodiac. Nach diesem Back Suplex von Drake Destroyer. Den Fans gefällt es natürlich und feuert jetzt auch Drake an. Jetzt muss aber Drake auch nachsetzen. Darf keine Zeit verlieren. Man darf Zack Zodiac natürlich auch nicht unterschätzen. Die Erfahrung, die er auch mitnimmt. Aber das setzt er schon an. Ja, keine Spear, aber ein Splash in die Ringecke. Und da kommt Zack Zodiac auch nicht raus. Faustschläge von Drake. Ja, Alex Wonder hat was dagegen. Aber Zack Zodiac, ja, war. Da war jetzt Drake abgelenkt von Alex Wonder. Oh, gibt es jetzt hier die Razor's Edge? Nein, gibt es nicht. Ja, ist ein bisschen schwierig. Hat sich umentschieden. Jetzt vielleicht eine Powerbomb? Nein. Ein Piledriver von Zack Zodiac gegen Drake Destroyer. Aber war es das schon? Ja, er covert ihn. 1, 2, 3. Das habe ich genauso gesehen wie Zack Zodiac. Das war jetzt so knapp. Selbst Alex Wonder regt sich schon auf. Aber den kann man ruhig aufregen lassen. Da haben wir nichts dagegen. Aber dieses Cover war ja wirklich knapp. Das hätte natürlich der Titelwechsel sein können. Und da kommt jetzt auch Drake. Gekontert gegen Zack Zodiac, was auch sehr, sehr wichtig war. Sonst verliert er noch den Gürtel, aber er muss es natürlich nachlegen. Aber man sieht schon, wie kaputt die beiden Wrestlers sind. Ja, Alex Wonder zeigt's an. Nein, 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 nein. Rope Break. Da waren die Beine von Zack Zodiac an den Seilen. Aber das sieht man, beide Wrestler wirklich gezeichnet von diesem Match. Und Drake will natürlich jetzt angefeuert werden, denn er setzt jetzt so langsam zum Finish an. Ja, was macht jetzt Alex Wonder? Den Gürtel, um den geht's nicht. Den wollen wir ja nicht im Ring sehen. Alex Wonder, ja, da zeigt der Referee auch an. Drake mischt sich mit ein, aber da kommt Zack Zodiac mit einem Tiefschlag hinterher und Elbows. Das Cover, was das? 1, 2, 3.
3. Ich kann's nicht fassen. Zack Zodiac gewinnt dieses Match. Ja, da verhöhnt er noch die Fans. Sind jetzt auch sprachlos. Ich jetzt ehrlich gesagt auch. Ja, wie ein kleines Kind freut sich natürlich hier Alex Wonder. Aber neuer COW Heavyweight Champion, Zack Zodiac. Wer hätte das noch gedacht, dass Zack Zodiac sich diesen Titel holt? Aber wieder durch eine unfaire Aktion, durch einen Tiefschlag von Zack Zodiac an Drake Destroyer. Man sieht es ein bisschen gezeichnet. Ja, die Frauen verstehen es vielleicht nicht ganz, aber bei so einem Tiefschlag, das kann schon sehr wehtun, deswegen ist es eigentlich auch verboten. Ja, Oliver Seidel, hat er noch was zu sagen? Ja, holt sich jetzt den Ref. Ja, Drake kann sich fassen. Ein paar Worte von Zack Zodiac an Drake. Ja, der zeigt das an. Ich hab's ja gesagt, ich hol den Titel und den habe ich mir auch geholt. Ja, Leute, neuer COW Heavyweight Champion Zack Zodiac. Leider Manager Alex One. Aber Zack Zodiac hat noch was zu sagen. Ja, beleidigt hier die Fans. Sollen doch ruhig sein. Hat Drake Destroyer besiegt. Haben wir jetzt auch gesehen. Ja, in England zweifacher Champion und jetzt hier in Deutschland bei der COW. Ja, die Fans sind nicht ganz so begeistert von diesem neuen COW Heavyweight Champion. Ja, Alex Wonder ist da eher begeistert. Mit diesem Grinsen könnte auch Werbung für einen Zahnpasta-Firma machen. Schleichwerbung wollen wir natürlich nicht reinbringen. Aber hier Zack Zodiac. Der Bruder von Page ist jetzt neuer COW Heavyweight Champion. Aber wer kann diesen Mann aufhalten? Ja, da gibt es noch Lauch zum Frühstück oder zum Mittagessen, zum Abendessen. Ja, da bin ich mal gespannt, wer als nächstes die Herausforderung von einem Zack Zodiac annimmt, um diesen Gürtel zu kämpfen. Ja, kleine Verhöhnung von Zack Zodiac gefällt ihr natürlich. Jetzt das erste Mal hier in Deutschland auch COW Heavyweight Champion.